Hallo Leute, willkommen zum 45. Part von The Legend of the Zelda. Ich habe das Audio noch nicht drauf. Dann mache ich das halt mit dem Part. Kann man auch mal machen. So, jetzt müsstet ihr. Ja, jetzt müsstet ihr Chaunt haben wieder. So. Jetzt wollen wir eine Kleinigkeit machen. Was ich gerade erst gesehen habe. Also. Wieder mal gerade erst gepielt habe. Und ja, dafür müssen wir nochmal aus dem Dungeon raus. Wenn ihr euch erinnert, haben wir ja das Herz, letzte offizielle Herzteil geholt und da hätte es nämlich noch weitergehen können. Aber wie klug TK halt ist, hat das natürlich verkackt und muss es jetzt auch machen. Ja. So ist es. So, und da lang und da möchten wir natürlich lang. Kennen wir ja. Oh Mann, ich kann da. Müsste eigentlich abkürzen können. Hey, fuck you. Und da. Das weiß ich natürlich nicht. Müssen wir da lang oder auf die andere Seite? Ich glaube, ich hier lang. Vergiss es, ich komme nicht her. Ja, ich meine, das war hier. Ach, Mann, ouch. So, dafür müsste jetzt Beast oder dein Kollege. Na, du. Ja, das klingt fair, wenn der mich Schaden gemacht hat. Genau, hier müssen wir hin. Und da hoch. Und dann sind wir ja wieder draußen. Aber bevor wir wieder reingehen, naja, wir gehen jetzt rein, nur nicht da, wo wir sonst auch reingehen, gehen wir hier lang. Und da ist dieser Weg. Ihr erinnert euch, die kleinen Dinger hier, die wir besiegt haben und da, wo eine Kiste dann gespawnt ist. Die müssen wir jetzt natürlich ein bisschen nesten. Bevor sie uns das geben, was wir haben wollen. So, damit hätten wir einen schon mal besiegt und der nächste kommt auch gleich. Wenn er meine Sachen mal frisst. Einmal. Und dann doch ein zweites Mal. Jetzt muss ich. Ja. Jetzt ist die Kiste da gespawnt und wir kriegen einen kleinen Schlüssel. Der lässt uns hier fast jedes Schloss öffnen. Ja, und jetzt gucken wir natürlich, wo der nächste Ort ist, um diesen Schlüssel zu verbrauchen. Ich glaube, war hier nicht irgendwo ein Schloss? Nee, oder? Nee, war es nicht. Kann ich gerade so sagen, dass da kein Schloss war. Ich bin zwar immer noch ziemlich neugierig, wie es da weitergeht, aber vielleicht erfahren wir es ja noch. Wenn nicht, ist auch nicht so tragisch. Wahrscheinlich wird da dann letztendlich vielleicht noch wieder irgendein Ruby sein, der, ja, irgendein Ruby halt. So. So, jetzt haben wir natürlich unser tolles Schwert nicht mehr. Also unser dolles Glitzer-Bum-Bum-Schwert. So. Na. Komm her. Komm her, Kleiner. Danke. So, dann können wir hier lang. Und da sehen wir es schon. Oder auch nicht. Wir sehen es nur. Wir können aber noch nicht hin. Anscheinend. Es muss ja irgendeinen Weg geben, den werden wir jetzt finden. Ja, lasst euch drauf. Ich muss nur wissen, wie das doch mal ging zu dem Ding. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Ich muss gerade überlegen, wo war. Wir können einfach durchgehen. Ich muss gerade überlegen, wo war noch mal, hätte noch mal ein Schloss, war noch mal ein Schloss. War hier irgendwo eins? Mal hier dann gucken.
noch nicht. Ein bisschen baden natürlich mal wieder. Kennt man ja nicht anders von mir. Wo war das verdammte letzte Schloss? Vielleicht irgendwo eins? Vielleicht bei der Gelegenheit auch mal mitnehmen. Kein Plan gerade. Kein Plan. Lust auf den Boss, der wahrscheinlich wieder auf uns lauert. Gehe ich einfach mal hier da. Ach ja, stimmt. Der war auch noch da. Stimmt, 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 stimmt. Jetzt müssen wir nochmal da oben hin. Könnten wir hier machen. Ganz vergessen, dass dieser Schlüssel auch noch da war. So. Jetzt müsste eigentlich mit einem Ende haben, können wir uns da wahrscheinlich rüberziehen. Ja. So, dann wollen wir nochmal gucken, was hier auf uns lautet. Auf jeden Fall ist es Super Mario 64 Passage wieder mal. Und wie? Ups. Und wie ich den Super Mario 64 zu die 2D Jump-Mons ja kann, glitschen wir erstmal rum, aber ich kann es natürlich nicht. Ist natürlich klar. So, jetzt nicht. Nein, schon wieder. So. So, da lang. Und jetzt sind wir hier. Ich habe einmal zu oft gedrückt. Okay. Hallo? Hallo, Box. Hier hat man den nochmal besiegt. Ich hatte den gar nicht. Ach ja. Das sieht nicht gut aus. Gar nicht gut aus. Autsch! Okay, wo sind diese komischen Heildinger? Heilploppen. Ich brauche nämlich ein bisschen Heilung, die man unschwer erkennen kann. Ach, hier sind welche, gut. Ach, ich liebe die Dinger. Die sind praktisch. Also man lässt sich nochmal treffen, aber. So. So, wie besiegt man den Boxer nochmal? Oh, kein Plan. Kein Plan. Überhaupt keine Ahnung. So, ja, genau. Ja, hier war's. Wie besiegt man den Boxer? Den Gegner hatten wir noch nicht. Das ist der Dungeon Boss von diesem wahrscheinlich. Und das muss ich auch nochmal machen. Ernsthaft? Okay, meinetwegen. Was soll ich? Danke. So. Ging erstaunlich schnell. Ich hätte die Pornöpel vielleicht immer runterhauen sollen. Ich versuche den Boss mal zu besiegen und
scheint nichts zu machen. Wenn er es macht, vielleicht rüberspringen. Hier mit Schwert zu schlagen. Nein! Okay. Dann muss, dann gehe ich erstmal die Pronöpfel wieder runterhauen. Das klingt nach einem Plan. Wenn das hier diesen Part. Ja, wir haben noch 9 Minuten, das klappt wohl. So. Das Zweifaust-Ding nehme ich nicht mit. Dafür habe ich jetzt keinen Nerv. Aber ich nehme gerne die werten Herren. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Wahrscheinlich irgendwas mit Sonne. Würde Sinn ergeben. Und da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Wie ich den besiege, weil da habe ich gar keine Ahnung. Es ist nur gut zu wissen, was dieser Ploppen bringt. Um eventuell weitere Schäden zu umgehen. Muss ich nur noch wieder zurückfinden. So. Autsch. So. Und hops. Okay, brauche ich mal eben kurz mein Kraftarmband. Und adios. Oh Mann, du schon wieder. Fuck ist es, Penner. Fuck ist es. Aua. Fress das halt eben nicht! Oh. Nee, wir spielen jetzt Ball. Das ist gar kein Bosskampf mehr. Warum bin ich nicht eher auf diese Strategie gekommen? So, meine Fee. Gib mir die zweite auch noch. Ich brauch sie noch. Danke. So, der Eingang noch. Ach so. Das stimmt. Oben lang nicht. Ja. So, dann wollen wir doch mal das Propel-Ding aktivieren. So. Dann kommen wir da auch nach dem Boss weiter. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wissen. Ich komme hier mal zum Boss. Das ist gerade meine Frage. Ich komme hier mal zum Boss. Ach nö, keine Lust, genau. Verpiss dich, dann können wir da lang. Ach, ja, stimmt. Ist ja einfach der Weg dahin. Relativ. Außer diese die verdammte Sprungpassage da. Also die gleich kommt. So. So und so. Und wusch. Ach, jetzt hat mich nach vorne weggeschleudert, Arschloch. Okay. So, jetzt ist die gute Frage, wie können wir den guten alten Gills besiegen? Das ist so meine größte Frage, die ich gerade schon mir stelle.
Können wir irgendwie rumrennen? Müssen wir. Ich glaube irgendwie, dass man darüber springen muss oder sowas. Also. Ja. Ah, okay. Gut. Muss einfach nur warten, bis er diese vorbereitete Angriff macht. Weil sich nicht treffen hat, das ist natürlich. Nein! Nein! Okay, immerhin haben wir seine Boss-Strategie gefunden. Oh, dass ich die jedes Mal besiegen muss. Ich will ja Herzen nochmal auffüllen. Weil ich glaube, mit 3 Herzen ihm gegenüber zu stehen, ist keine kluge Wahl zumindest. Das hat B. Danke, dass diese Dinger so großzügig verschwinden. Das finde ich immer sehr nett. Ja, ich werde halt. Sollten wir es in diesem Part nicht mehr schaffen, werde ich mich dir vorplatzieren. Und wir werden es im nächsten Part angehen. Aber ich hoffe doch, dass wir es noch schaffen. So, jetzt sind wir auch wieder aufgefüllt. Ich hoffe, dass ich diesmal den Weg heil hin schaffe, aber schaffe ich wahrscheinlich nicht. Gehe ich mal stark davon aus. Ich kenne mich ja. Ich und meine Jumpmons-Schwäche. Naja, sie ist nicht hier. Also, ich kenne welche, die sind heftiger schlecht in Jumpmons. Aber ich bin längst nicht ansatzweise gut in Jumpmons. Also, das habt ihr vielleicht in Super Mario 64 gefunden. Sind, naja, ich weiß nicht, ist Banjo eigentlich, Banjo-Kazooie, ist das Spiel eigentlich ein Jump'n'Run oder ein Action-Adventure? Weil ich habe nicht so, ich finde nicht so mega, dass es jetzt so mega Jump'n'Run ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ein Let's Play, worauf ich mich gibt es auch noch vorher, was ein Jump'n'Run ist, sogar ein Spiel meiner absoluten Kindheit. Spyro, da werde ich auch zumindest die Original 3 Teile. Guck, ich habe es nicht ohne Schaden geschafft, war ja mal wieder klar. Die Originalteile möchte ich mit euch machen und mal gucken, wann das startet. Ich bin echt mal gespannt, wann ich das in die Wege leiten kann und wann es überhaupt losgeht damit. Ich will ja natürlich erstmal, was sagt euch Lars, möchte ich jetzt mal Banjo Kazooie beenden. Dann kommt noch Super Mario World. Und dann gucken wir, was wir machen können. Alter, das geht einfach das Schild durch. Ich glaub's. Es ist doch. Geht einfach das Schild durch. Ich kriege eine Krise. Danke. Da müssen wir auch nur einkillen diesmal. Es geht einfach das Schild durch. Naja, ich heile mich nochmal eben und dann würde ich sagen, sehen wir zum nächsten Mal wieder. Dann machen wir auch den Dungeon-Boss, den Mini-Boss und eventuell sogar noch den Dungeon-Boss. Ich hoffe mal, dass das alles funktioniert soweit. Ja, ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid bei diesem Part. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch dabei sein werdet. Und bis dann, Leute. Ciao.